Hallo, schön, dass ihr da seid. Willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Videoserie zum Umbau des ONK-Baggers zur Forstmaschine. Im letzten Mal, wer es nicht gesehen hat, hier oben verlinke ich mal das Video, habe ich ja angefangen, die Aufnahmebuchse zu drehen und auch alles vorzubereiten für die Querbohrung. Heute kümmern wir uns um die besagte Querbohrung auf der Drehbank. Wir werden Gewinde schneiden und das Ganze verschrauben. Und ich erkläre euch mal auch meine Gedankengänge zur Schraubendimensionierung. Und ich würde sagen, viel Spaß dabei und los geht's! Das ist jetzt wieder der Moment, wo ich mir eine größere Drehbank wünsche. Also der Reitstock fällt hinten schon fast runter. Ich muss den aber so weit wegschieben, damit ich hier mit dem oberen Support runter durchkomme. Willst du machen? We'll be right back.
Das hat mir Spaß gemacht. Jetzt schneiden wir das Ganze noch ab und dann können die Gewinde rein. So, ihr habt gerade gesehen, die Buchse passt. Der Bolzen geht auch gut rein. Ich muss jetzt nur noch hier Löcher bohren für die Klappsplinte. Und ich hätte jetzt auf der Drehbank auch den Lochkreis anzeichnen können für die Bohrung hier unten. Ich gehe da einen kleinen anderen Weg und dafür müssen wir erstmal die Grundplatte bauen. Die Grundplatte hätte ich auch rund machen können. Ich hatte euch eingangs diese große runde Platte gezeigt, aber um die ist es mir ehrlich gesagt zu schade. Deswegen werde ich hier eine eckige Platte machen aus 20er Material. Und bei solchen Lochmustern oder mehreren Lochkreisen, die zueinander passen, habe ich immer ein Hilfsmittel, und zwar drucke ich mir die Zeichnung im Maßstab 1:1 aus und lege einfach diese Zeichnung auf meinen Teil und nehme dann den Körner und körne die Mittelpunkte von den Punkten über die Zeichnung an. Damit weiß ich, dass es ungefähr, das ist mir klar, dass das auch nicht auf ein Zehntel passt, aber wir sind hier in der Landwirtschaft und nicht in der Medizintechnik. Man sollte übrigens benzingetränkte Lappen nicht in die Nähe von der Stelle legen, wo man schweißt. Jetzt ist ja noch die brennende Frage, warum habe ich M16 Schrauben genommen für die Buchse und nicht M12, wie ich ursprünglich gesagt hatte. Ich habe da in der Tat noch mal eine Nacht drüber geschlafen, und wenn man eine Weile schraubt, hat man so ein bisschen im Gefühl, was gut zueinander passt und was nicht. Und wer das nicht hat, dafür hat jemand Maschinenbau erfunden. Und es gibt auch mehrere Möglichkeiten. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Ich bin kein Maschinenbauingenieur, aber das sind so Sachen, die ich mir hergeleitet habe. Und zum einen ist es ja so, dass die Schrauben haben ja hier einen bestimmten Querschnitt.
vereinfacht nach, sage ich jetzt mal 16 mm, ist natürlich weniger durchs Kernloch, aber lässt sich schön rechnen. Sagen wir mal 16 mm das und 12 mm die M12-Schraube. Jetzt kann man natürlich einfach mit über die Kreisfläche rechnen, wie groß ist die Kreisfläche von der M16-Schraube und wie groß ist die von der M12. Und muss quasi einfach nur ausrechnen, wie viele M12-Schrauben bräuchte ich, um eine M16-Schraube zu machen. Das ist die ganz einfache Variante. Ob das so 100% stimmt, weiß ich nicht. Ich habe es in der Vergangenheit ein paar Mal so gemacht. Und es hat gehalten. Es hat immer gut gehalten, also nichts kaputt gegangen. Nun war ich aber im Internet unterwegs und da gibt es von der Firma Wirt, das ist übrigens keine Werbung, die haben eine Schraubendimensionierungsfibel oder wie man es nennen möchte. Die verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Die haben dort ganz tolle Tabellen, wo man sich unter anderem die Zugfestigkeit von solchen Schrauben raussuchen kann. Und in unserem Fall habe ich einfach ganz normale 8.8 Schrauben genommen. Und ich habe mir mal einen Spickzettel, weil alles kann ich mir auch nicht merken. Und zwar hat so eine M16 Schraube laut der Tabelle von Wirt 63 kN, was die abhalten kann, jetzt quasi in eine Axialrichtung. Und da wir am Greifer 6 Stück davon haben, und ja, da sind nur M16 drin, denn die Löcher sind 18 mm und M18 ist irgendwie nicht so gängig. Jedenfalls 6 Schrauben von den M16 würden dann demnach 378 kN halten. Und parallel dazu kann man einfach mal schauen, was die M12-Schraube hat. Die hat laut der Tabelle nämlich 25 kN. Und wenn man das mal ausrechnet, also quasi was die 6 halten, wie viel M12-Schrauben ich brauche, dann komme ich aufgerundet auf 16 M12-Schrauben, die ich benötigen würde, um dieselbe Zugfestigkeit zu erreichen wie, wie 6 M16-Schrauben. Das kann man natürlich noch weiter treiben, das würde zum Beispiel 10 mal M14 entsprechen oder 4 mal M20 oder 3 mal M24. Das Problem an der Buchse ist aber, ich habe dort ja nur so einen Rand, das ist ja mehr oder weniger ein Rohr. Und da habe ich natürlich, kann ich nicht unendlich groß werden im Durchmesser. Deswegen habe ich gesagt, 6 mal M16 im Greifer, also kommen auch 6 mal M16 in die Buchse. Das hat gerade noch gepasst vom Gewinde. Und da kann ich mir sicher sein, dass die, weil es auch dieselben identischen Schrauben sind, dass es auch hält. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas dimensioniert. Wie gesagt, ich bin da kein Fachmann. Das ist alles so Schrauber-Halbwissen. ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass M16 hält. Aber ich habe es auch schon mit dieser Überschlagsrechnung über den Querschnitt gemacht. Das hat auch gehalten. Zum Glück habe ich ab und zu Hilfe in der Werkstatt. M16 8.8 bekommt 212 Newton. Mein Drehmomentschlüssel schafft aber nur 200, also kriegen die alles, was ich kann.
Oh, jetzt haben wir noch einen Tisch weg. Ja. Soll ich den Tisch halten? Halt mal mit, halt mal gegen. Zum Glück habe ich gut zu Mittag gegessen. Wie im letzten Video schon erwähnt, liegt der schon eine Weile rum bei uns. Und bevor wir den jetzt wirklich an den Bagger hängen, testen wir den erstmal mit dem Hydraulikaggregat. Zum einen, um den Dreck aus dem Zylinder zu spülen und zum anderen zu schauen, ob der überhaupt dicht ist. Das hätte er noch gemessen, ne? Ja. Erst ehrfürchtige Bewunderung. Und dann Kapitulation. So Freunde, das war's für heute. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Lasst gerne einen Kommentar da über die Dinge, die wir vielleicht noch umbauen können. Wir müssen definitiv noch das Pendelgelenk bauen. Wir müssen die Hydraulik noch umbauen. Und auch sonst sind am Packer ein paar Sachen, die nicht ganz so bequem sind. Die werden wir auch noch ändern. Ich würde sagen, lasst am besten ein Abo da. Dann verpasst ihr die Folgevideos nicht aus der Serie. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!